Wie schnell kann man aus Nudeln ein tolles Gericht kochen? Fast genauso schnell, wie man es wieder zerstören kann, indem die Spaghetti nämlich zerkocht sind. Hier kommen 7 Tipps, wie euch das nicht passiert. Tipp Nummer 1, den richtigen Topf wählen. Die Nudeln brauchen Platz, um sich zu entfalten. Die Faustregel ist, pro 100 Gramm Nudeln braucht ihr 1 Liter Wasser. Also nehmt wirklich einen großen Topf, lieber größer als zu klein. Zweitens, Wasser blitzschnell aufkochen. Gebt nur etwas Wasser in den Topf und stellt den Herd auf höchste Stufe. Währenddessen kocht ihr Wasser im Wasserkocher schon mal vor und gießt das dann dazu. Das geht schneller und spart Energie. Drittens, richtig salzen. 100 Gramm Nudeln vertragen einen gestrichenen Esslöffel Salz und gebt den erst ins Wasser, wenn es richtig heiß ist, damit es sich sofort auflösen kann. Wenn sich das Salz nämlich erstmal am Boden absetzt, dann frisst es winzige Löcher in den Edelstahl. Viertens, ab und zu umrühren. Das ist wichtig, damit die Nudeln nicht verkleben. Gebt aber lieber kein Öl ins Wasser, denn wenn die Nudeln mit einem Fettfilm überzogen sind, dann können sie sich nachher nicht so gut mit der Soße verbinden. Fünftens, Soße zeitig zubereiten. Die Soße sollte immer vor den Nudeln fertig sein. Ihr könnt euch als Regel einfach merken, Gäste und Soße können warten, Nudeln nie. Sechstens, Garprobe machen. Wenn die Nudel richtig al dente sein soll, muss sie innen noch bissfest sein. Haltet euch am besten an die Garzeit, die auf der Verpackung steht. Probiert einfach mal, wenn sie noch ein bisschen zu fest ist, noch eine halbe Minute drin lassen und dann nochmal probieren. Nummer 7, nicht abschrecken. Nach dem Abgießen brauchen die Nudeln keine Kaltwasserdusche, denn das spült die Stärke von den Nudeln ab und dann bleibt die Soße im Anschluss nicht so gut haften. Die Italiener machen es einfach so, dass die Nudeln in den Topf wieder reinkommen, Soße direkt drüber auf die heißen Nudeln und so wird es am Tisch serviert. Kleiner Tipp am Rande, die Nudeln fühlen sich wohl in warmen Tellern. Dazu könnt ihr einfach eine Kelle mit Nudelwasser in den Teller kippen und nicht vergessen, es nachher wieder auszuschütten, dann direkt die Nudeln rein. Perfekt. Wenn ich beim Italiener bin, esse ich am liebsten Spaghetti mit Meeresfrüchten. Zu Hause mache ich mir am liebsten die Bolognese. Wie, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und schreibt mir nochmal in die Kommentare, was denn euer Lieblingspasta-Gericht ist. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ciao.